Ein Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Metalizer. Wir schauen uns Frozenheim an, diesmal den Modus Überleben. Das heißt, wir müssen Wellen abwehren. Wir haben dazu verschiedene Karten. Und ja, wie der Name Wellen schon sagt, kommen immer mehr und mehr Feinde. Und wir müssen gegen sie kämpfen. Kurz zum Hinweis, ich habe experimentelle Karten ausprobiert. Es gibt diesen, oder experimentelle Karten sind aktivierbar in Frozenheim. Mir ist dabei aber aufgefallen, dass der Seed Metalizer und auch Metalizer 8.7 nicht so gut funktionieren, weil es da irgendwie kein Wasser gab und auch das, was Ressourcen anging, war irgendwie ein bisschen knapp. Deswegen habe ich hier eine Standardkarte genommen. Überleben bedeutet, wir müssen schnell bauen, denn wir sehen auf der linken Seite einen Hinweis, wann die nächste Welle kommt. Das heißt, wir haben 20 Minuten Zeit und dann kommen die Wellen. Und wir können theoretisch auch endlos viele Wellen einstellen. Ich habe mich hier am Anfang für 25 Wellen entschieden. Und zu Beginn, wenn ihr diesen Überlebensmodus spielen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall auf der Karte um. Guckt, dass ihr solche verlassenen Wagen, verlassene Orte wie diesen hier findet. Denn dort gibt es immer mal wieder coole Ressourcen oder gute Ressourcen, nicht coole, sondern gute Ressourcen, die ihr auf jeden Fall braucht, um Einheiten auszuheben. Und wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, gleich zu Beginn, kein Spoiler, aber schaut, dass ihr mit euren Ressourcen gut haushaltet. Denn einige der Ressourcen sind ziemlich knapp. Und wenn euch etwas passiert, dass sich eine Ressource plötzlich ausgeht, die ihr nicht mehr beschaffen könnt, ihr sie aber braucht für eine Weiterentwicklung, beispielsweise für den Marktplatz, dann habt ihr ein Problem. Man kann einstellen, dass man die vollen Ressourcenkosten zurückbekommt beim Abriss von Gebäuden, aber eigentlich möchte man ja keine Gebäude abreißen, um andere zu bauen. Deswegen ja, schaut am besten. Frozenheim an sich ist gerade letzte Woche Donnerstag, und zwar war das der 16. Juni 2022 aus dem Early Access auf Steam erschienen. Da war jetzt eine ganze Zeit im Early Access, jetzt ist die finale Version draußen. Ist so ein bisschen Städtebau-Strategie, Echtzeit-Strategie-Spiel mit passendem Wikinger-Setting. Ich hatte dazu schon ein kleines Vorstellungsvideo gemacht, wo ich euch das Tutorial auch gezeigt habe. Und falls ihr dieses Video am Samstag, den 18.06. oder Sonntag, den 19.06. schaut, es gibt auch noch ein Gewinnspiel bei mir auf dem Discord. Das Ganze geht bis Sonntagnachmittag. Da könnt ihr einen von zwei Frozenheim-Keys gewinnen. Also schaut gerne mal rein. Link in der Beschreibung, aber auch sonst. Seid ihr natürlich herzlich willkommen bei mir auf dem Discord. Und wir fangen jetzt hier erstmal an. Ich habe eine Holzfällerhütte gebaut, ich habe ein paar Hütten gebaut für unsere Dorfbewohner. Wir können mit der Alt-Taste auch sehen, was unsere Dorfbewohner gerade transportieren, wie viele Leute in einem Gebäude arbeiten. Das ist ziemlich gut gemacht und auch, wie gesagt, grafisch ist es echt schön. Wir haben verschiedene Jahreszeiten. Die Jahreszeiten wirken sich aber nicht nur optisch aus, sondern auch spielerisch. Wir haben zum Beispiel einen Obsthain oder eine Getreidefarm später. Und dort ist es so, die arbeiten halt im Winter nicht. Surprise, surprise, denn die Wikinger hatten noch keine Gewächshäuser. Zumindest ist mir davon nichts bekannt. Falls das ein Irrtum sein sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich habe bisher noch gar nicht gelesen, dass Wikinger die hohe Kunst der Gewächshäuser beherrscht haben und dort Erdbeeren und anderes süßes Obst angepflanzt haben. Jetzt ist es hier so, ich versuche dann gerade jetzt diese Häuser hochzuziehen. Ich hatte schon ein paar Versuche vorher, muss ich auch ehrlicherweise gestehen, das war gar nicht so einfach. Denn die Gegner kommen schon ziemlich, ziemlich heftig. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Zeitsprung. Und zwar schauen wir uns mal an, wie es denn aussieht, wenn die erste Welle kommt. Hier sehen wir jetzt halt eben, ich habe jetzt wirklich angefangen, erstmal mich um die Grundressourcen zu kümmern. Also Holz, Stein, Erze und Nahrung. Nahrung ist übrigens sehr, sehr wichtig. Eigentlich ist alles wichtig. Also guckt, dass ihr alles baut. Baut einen Fischer, baut eine Jagdhütte, baut genug Häuser für eure Leute, kümmert euch um Erz. Also ja, im Prinzip kümmert euch um alles. So, wir springen mal zur ersten Welle rüber. Ja, wir haben jetzt hier noch 1 Minute und 50, bis die erste Welle kommt. Ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe mittlerweile 3 Fischerdörfer. Ich habe im oberen Bereich ein Trainingslager für unsere Soldaten ausgehoben. Und wir haben jetzt hier verschiedene Einheiten. Ich habe unter anderem
zweimal Bogenschützen, ich habe Schildträger, ich habe Axtkämpfer und den Berserker wollte ich auch nochmal irgendwann freischalten. Ich persönlich habe festgestellt, dass mit dem Clan des Wolfes wir hier sehr gut fahren können. Ich habe aber auch hier jetzt schon eine Taverne errichtet und in dieser Taverne wird Met produziert. Und ob ihr es glaubt oder nicht, nachher beim Tauschen ist Met echt Gold wert. Also guckt, dass ihr ein paar schöne Bienenkörbe da irgendwo hin platziert, irgendwo hinzimmert. Und dann schaut einfach mal, dass ihr das Ganze macht. Ich habe es jetzt hier ein bisschen falsch gemacht. Mir ist natürlich eingefallen, ja, natürlich, ich muss ja den Wegpunkt, also da dort, wo die arbeiten, muss natürlich an der richtigen Ort und Stelle sein. Und hier hat schon die erste Welle angegriffen. Uns haben nämlich Wölfe attackiert. Und mein Plan war es, ich habe gedacht, ich bin ziemlich clever, und zwar, dass ich meine Einheiten in dem hohen Büschen hier, im hohen Gras verstecke. Denn dann haben wir einen Angriffsbonus. Oder einen Verteidigungsbonus, je nachdem, wie man sieht. Es kam aber zum gleichen Moment noch eine nächste Welle. Das habe ich, hab ich gar nicht mehr mit gerechnet gehabt. Ich habe gemerkt, upsala, da kommen ja doch noch mehr. Und es gibt aber, wie gesagt, hier den Vorteil, dass wenn wir aus dem Dickicht heraus angreifen, wirklich einen Vorteil haben. Und das hat sich echt bezahlt gemacht. Das war wirklich, wirklich gut, dass ich da rechtzeitig dran gedacht habe. Es war eher ein Zufall. Aber es macht ja irgendwie auch, oder es ergibt Sinn, macht Sinn. Ich sage immer, es macht Sinn, ich weiß. Ihr werdet mich dafür wahrscheinlich irgendwie sagen, so, oh Gott, sag doch, es ergibt Sinn und es macht Sinn. Nein, es macht Sinn. Ich sage gerne, es macht Sinn. Obwohl es ja eigentlich Sinn ergibt. Aber naja, was auch Sinn ergibt, ist die Karte weiter zu erkunden. Das heißt, wir schicken unsere Einheiten los, gucken, dass wir ein bisschen was ausräumen können. Also, wir haben auf der ganzen Karte ja verschiedene Sehenswürdigkeiten oder Points of Interest versteckt. Dementsprechend kann man da losziehen. Und es gibt hier zum Beispiel den Wolfsbau, den können wir angreifen. Und ich habe mir gedacht, ich kümmere mich erstmal darum, dass Leute ausgehoben werden. Und unsere Leichen, also die gefallenen Krieger, brauchen einen Grabhügel, da können wir dann ein Feuer entfachen. Und das sinkt so ein bisschen die Unzufriedenheit unserer Wikinger. Es gibt natürlich auch passive Boni bei einzelnen Clans, die Unzufriedenheit grundsätzlich sinken lassen. Auch da müsst ihr einfach schauen, wie ihr damit am besten zurechtkommt. Das Arbeitsgebiet vom Holzfäller habe ich hier gerade noch ein bisschen überarbeitet. Und ihr seht, es kommen jetzt auch mehr und mehr Wellen. Und dementsprechend habe ich meine Einheiten hier schon ein bisschen vorbereitet. Okay, wir brauchen jetzt den Berserker. Davon haben wir auch dann nochmal zwei ausgehoben. Und die Berserker können nämlich losstürmen und eine feindliche Armee oder feindliche Einheiten umstoßen. Und die Bogenschützen hier in diesem Fall agieren jetzt auch aus meiner Sicht ziemlich, ziemlich clever. Hinten aus dem Hinterhalt heraus lassen sie einfach Pfeile auf die Gegner niederprasseln. Aber der Feind, ihr seht es von rechts, hat auch Bogenschützen. Und die habe ich dann mit meinen Bogenschützen mal eben abgefangen. Und ich habe halt gedacht, naja gut, wenn jetzt Wellen kommen, habe ich doch bestimmt zwischen den Wellen noch ein bisschen Zeit. Dem war nicht so. Manche Wellen kommen direkt hintereinander, manche Wellen kommen in Abständen. Ist nicht immer ganz einfach. Aber die Berserker waren da, um zu regeln. Was man natürlich auch machen kann, das ist das Coole, die Einheiten bekommen natürlich ein bisschen Erfahrungspunkte. Und wir können dann Einheiten aufstocken lassen. Und hier habe ich jetzt mit den Berserkern diesen Angriff gemacht, wie sie überrannt werden. Man sieht so ein bisschen. Ziemlich mächtig. Ist eine coole Eigenschaft vom Wolfsclan. Kann ich nur empfehlen, das immer und immer wieder zu nutzen. Und wenn ihr diesen Überlebensmodus spielt, holt auf jeden Fall Bogenschützen und schaut, dass ihr euch irgendwo verschanzt, wo ihr hohes Dickicht habt. Jetzt hatte ich hier 2 Minuten Zeit. Ich habe gedacht, okay, ich muss ein bisschen Einheiten aufrüsten oder nachrüsten lassen. Dazu müsst ihr in der Nähe des Trainingsgeländes sein. Dann könnt ihr nämlich die Bogenschützen auch wieder auffüllen, wenn ihr die entsprechenden Ressourcen habt. Jetzt habe ich hier ein Gelage veranstaltet. Das gibt auch nochmal ein paar passive Bonis. Die Leute sind zufriedener. Die Unzufriedenheit sinkt. Und das hilft uns dann eben entsprechend, dass niemand rebelliert. Weil das ist eigentlich das Letzte, was wir wollen. Dass dann auch jemand rebelliert am Ende. So, die Bogenschützen, ihr seht es hier, man kann die Gruppe aufstocken und dann kommen neue Krieger heraus, die behalten dann auch die Erfahrung, was ziemlich clever ist. Also schaut, dass ihr die Einheiten nicht einfach verfeuert, sondern guckt, dass wenn die Einheiten, wenn einige Krieger getötet werden, dass ihr die Einheiten dann eben entsprechend aufstockt, damit sie die Erfahrung behalten.
Die Waffenschmiede ist übrigens auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Werkzeug oder ein sehr wichtiges Gebäude, wenn es darum geht, unsere Einheiten zu stärken. Damit gibt es nämlich dann auch passive Boni, teilweise auch aktive Boni, wie zum Beispiel erhöhte Reichweite bzw. erhöhte Geschwindigkeit, stärkere Schläge, bessere Rüstung. Also auf jeden Fall solltet ihr diese Waffenschmiede relativ zeitnah bauen. Und ihr merkt ja auch gerade, ich spiele auf so einem mittelschweren Modus ungefähr. Und bei Welle 5 hatte ich hier gerade schon massiv Probleme gehabt. Es wurde ein bisschen besser, aber auch ich wurde ein wenig, naja, ein wenig übermütig. Sagen wir es mal so, zumindest bei den späteren Wellen. Wir gucken uns die Welle nochmal an und dann zeige ich euch gleich nochmal im Detail, was ich meine. Ich habe jetzt hier wieder meine Berserker losgeschickt, die sind aber ins Leere gelaufen. Auch das noch, verdammt. Da habe ich gedacht, ich kann damit losstürmen und treffen, aber das war nicht der Fall. Hier kamen jetzt noch ein paar feindliche Speerträger. Auch die habe ich versucht zu überrennen und zu überrumpeln. Das hat zum Glück auch funktioniert. Aber auch da habe ich schon den Hinweis bekommen, dass die nächste Welle kommt. Also es bleibt überhaupt keine Zeit zum Durchatmen. Das Gute ist, die Krieger haben natürlich auch verschiedene Fähigkeiten, die sie aktivieren können. Na, zum Beispiel mehr Kraft, mehr Power, schnellere Geschwindigkeit. Die Schildträger können ihre Schilde hochziehen, sind dann langsamer und halten aber mehr Schläge aus. Hier jetzt die Bogenschützen haben sich gegenseitig ein Gefecht geliefert. Auch da musste ich dann nachher meine Bogenschützen direkt wieder aufstocken. Habe jetzt hier erstmal die zwei Überlebenden zurückgezogen, damit ich auf jeden Fall meine Elite-Einheit noch behalten kann. Währenddessen die Taverne hier schon am Arbeiten ist. Man guckt, dass man die Taverne irgendwo auf Waldboden platziert, weil da kommen lustige kleine Bienchen raus und die machen dann den Honig und naja, daraus wird dann Met gemacht. Soll ganz gut schmecken. Auch ich habe mal Met getrunken. Meins ist es persönlich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin nicht so der riesen Met-Fan, aber ich verstehe, dass Leute es mögen. Hier sehen wir jetzt die Waffenschmiede. Zum Beispiel schärfere Äxte kostet uns 20 Holz und ein wenig Eisenerz. Das kann man natürlich mal easy investieren. Genauso mit den Bogenschützen, mit den Langbögen, dass die eine größere Reichweite haben. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten und Wege, das Ganze zu gewährleisten. Aber, wie versprochen, wir springen jetzt mal zu ein paar weiteren Wellen hinüber und ich habe nachher auch noch einen Trainer freigeschaltet. Was da kommt, zeige ich euch. So, drei Wellen später, also jetzt ist Welle 9 von 25, kommen natürlich auch ein bisschen mehr Einheiten, andere Einheiten und dementsprechend Wölfe waren jetzt hier. Und ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen die Karte erkundet gehabt und habe jetzt hier gedacht, okay, ich überrasche jetzt die Wölfe einfach von hinten und ich flankiere sie. Hat nicht so gut geklappt, um ehrlich zu sein, und ich musste meine Einheiten so ein bisschen haushalten. Ist natürlich auch nicht so clever, wenn man seine eigenen Einheiten abspaltet, insbesondere wenn man nicht so viele hat. Dementsprechend, ja. Die kamen aber gerade von einem Raubzug zurück. Und hier ist es zum Beispiel auch der Fall. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Und hier war es jetzt so. Ich habe witzigerweise angeklickt, gib uns Zeit, dass wir ein bisschen das verschaffen können. Das Ganze zu beschaffen für dich. Weil ein Boot brauchte ich halt nicht. Und da haben sich plötzlich Einheiten mir angeschlossen. Also ihr habt verschiedene Wahlmöglichkeiten bei solchen Gebäuden. Und manchmal auch, wenn ihr sagt, ja, gebt uns ein bisschen Zeit, damit wir die Ressourcen sammeln können, kriegt ihr plötzlich Einheiten zugeschrieben. So, ich habe dann gedacht, gut, wir haben jetzt gerade Winter, ich brauche auf jeden Fall Nahrung. Wobei eigentlich, dann brauchte ich die Nahrung nicht mehr so ganz dringend. Aber ich habe trotzdem gesagt, ich baue hier so eine Mühle. Und wie die Mühle funktioniert, zeige ich euch auch gleich nochmal im Detail. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das erste Mal spielt, fangt nicht mit dem Überlebensmodus an, nicht mit diesem Wellenmodus. Macht lieber irgendwie die Kampagne, die erklärt euch sehr, sehr viel. Ihr müsst bei der Kampagne ein bisschen durchmeißen, weil das Tutorial erklärt wirklich die Grundlagen. Die kompletten Grundlagen, beziehungsweise die erste Kampagne erklärt die kompletten Grundlagen. Auch was Realtime-Strategy angeht, also was das RTS-Genre an sich angeht, wird nochmal komplett erklärt. Das heißt, für Veteranen, erfahrene Spieler, ist das vielleicht so ein bisschen so, oh Gott, ja, komm, mach hin im Spiel. Ihr könnt aber auch diese ersten Mission-Tutorials relativ schnell einfach und simpel durchspielen. Aber dann wird die Kampagne doch nochmal ziemlich gut. Wenn ihr die Kampagne übrigens sehen wollt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann würde ich die Kampagne vielleicht nochmal irgendwann spielen. Und witzigerweise sehe ich jetzt erst im Nachhinein, hat sich da eben gerade unten ein feindliches Boot durchgeschlichen. Das habe ich gar nicht gecheckt, als ich es gespielt habe. Ich habe es auch gerade nur durch einen Zufall gesehen. Können wir ein bisschen zurückspulen.
da wo ich es gesagt habe gerade, da fährt nämlich tatsächlich ein feindliches Boot lang. So, und hier ist jetzt so, jetzt müssen wir das Weizenfeld, wir müssen nicht, wir können die, wir stellen die Weizenfelder nicht einfach random auf, sondern wir können wirklich Vierecke ziehen und gucken und ziehen dann halt hier geometrische Flächen zurecht, um uns diese Felder hinzustellen. Das ist, finde ich persönlich, ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und wir sehen jetzt auch eben, wie effektiv die Fläche ist, auf die wir jetzt hier, auf der wir jetzt hier gerade bauen. Und das ist ein echt cooles Feature, finde ich persönlich. Und wir sehen aber auch, wir können nicht mehrere Felder platzieren, sondern es ist tatsächlich ein Feld, was wir hier definieren von der Fläche her. Wenn ich jetzt das hier Ganze nämlich jetzt gleich bestätige, dann sieht man auch, zack, das andere Feld oben verschwindet. Das heißt, wir haben hier tatsächlich nur eine Fläche, auf der wir das Ganze bauen können. Aber trotzdem finde ich es persönlich, so wie man es aufzieht oder so wie man es aufbaut, eine ziemlich coole Sache. Also das macht, macht echt Spaß und ist ein cooles, innovatives Ding. Anstatt irgendwie Felder im viereckigen Muster und so anzustellen, haben wir hier noch ein bisschen Variation drin. Es sieht optisch halt eben auch nochmal ansprechend aus. Und je nachdem, was für eine Fläche wir nutzen, bekommen wir eben die entsprechende Größe. Hier kamen jetzt übrigens die Gegner, die ich gerade auch schon auf dem Schiff gesehen habe, hups. Die haben uns aber in den hohen Dickicht nicht gesehen und werden jetzt entsprechend überrascht. Während hier die Axtkrieger noch versuchen durchzubrechen, aber wir haben sie dann gebrochen und in die Knie gezwungen. So, aber ich habe euch ja versprochen, dass wir uns auch nochmal anschauen, wie das Helden-Gameplay in Frozenheim ausschaut. Dazu springen wir zu einer weiteren Welle. Ach, gut, noch nicht ganz. Ich bin hier gerade am Waren hin und her tauschen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich keine Steine mehr hatte und musste dann anfangen zu tauschen. Dementsprechend habe ich mehr Met produziert. So, also kleiner Hinweis, sammelt, wenn ihr einen Ressourcenmangel habt, sei es Erz, sei es Steine. Steine waren es bei mir. Schaut, dass ihr einen Marktplatz baut und irgendwas im Überschuss produziert, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Man muss aber auch sagen, wer hier schön bauen möchte, der ist im Überlebensmodus falsch. Macht da eher diesen Städtebau, da könnt ihr ganz gemütlich und ganz entspannt bauen. Und dann könnt ihr richtig schöne große Wikinger-Siedlungen bauen. So, wir springen mal zu einer weiteren Welle und ich zeige euch mal so ein bisschen Helden-Gameplay. Mittlerweile habe ich 14 Wellen überstanden und die Wellen habe ich schon gedacht, ach naja, das kriegen meine Soldaten auch schon hin. Wir haben jetzt hier unsere Heldin und die Heldin hat Kampffähigkeiten. Wir können ihr eine eigene Waffe geben, also Schild, Speer und so weiter können wir alles in die Hand drücken. Ich habe dann gedacht, ich gucke mir doch nochmal an, was hier passiert und habe gemerkt, naja, eigentlich passiert da nicht mehr viel. Und bin dann eigentlich direkt zur Heldin zurück, zumindest war es der Plan. Ich habe hier nochmal ein paar neue Einheiten rekrutiert, denn die Wellen sollen eigentlich schwerer werden. Also, ich bin ehrlich, ja, es wurde ein bisschen schwerer, aber so viel mehr war es eigentlich auch nicht. Wir leveln unseren Helden oder unsere Heldinnen jetzt hier aber, indem ich zum Beispiel jetzt einfach mal hier eine leere Bärenhöhle aushebe. Und ich vermute, ich habe gegen diesen Bären schon versehentlich gekämpft. Vorher schon, habe ich aber nicht gesehen, beziehungsweise unsere Heldin hat automatisch gegen ihn gekämpft. Aber nichtsdestotrotz ist sie ganz gut geeignet, um einfach so ein bisschen loszuziehen. Hier gegen die Wölfe, easy, überhaupt kein Problem. Sie levelt halt, wie gesagt, mit und wir können nachher dann in der Halle, also da, dort, wo sie rekrutiert wird, können wir eben auch entsprechend ihre Stats beeinflussen und auch ihre Fähigkeiten. Wir können ihr auch neue Fähigkeiten im Übrigen geben. So, hier haben wir jetzt den Auftrag bekommen, ich soll ein Räuberlager ausheben, beziehungsweise diesen paar Banditen in den Wäldern vertreiben und da gehört, oh, easy. Einmal kurz die Fähigkeit aktiviert, ist sie stärker, kriegt ein bisschen Boni und prügelt dann auf die 5 Banditen hier im Wald ein. Überhaupt kein Problem, habe ich gedacht. Hat zum Glück auch geklappt. Allerdings war das schon ziemlich, ziemlich knapp. Wir kriegen dann einen Bonus, weil wir die Räuber vertrieben haben, haben das Lager nochmal ausgeräumt. Ich habe hier nochmal einen Karren entdeckt und habe gedacht, naja, nehmen wir alles mal mit. Alles mitnehmen, was geht. Und habe dann beschlossen, okay, ich schicke die Heldin vielleicht doch nochmal zurück. Und zwar hier in die Siegeshalle. Und dort können wir die Punkte vergeben. Zum Beispiel Gesundheit, Schaden, Aura. Wir können auch definieren, welche Waffen sie tragen soll.
Und im späteren Verlauf, je nachdem wie viele Punkte wir haben, können wir halt eben ihr auch noch neue Fähigkeiten mitgeben. Ihr seht hier Welle 15 von 25. Ich habe da eine ziemlich große Armee um mich herum geschart, weil es war zu dem Zeitpunkt so, dass ich nur von der einen Seite angegriffen wurde. Ich wurde nur durch diesen Wald hindurch angegriffen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Da oben ist auch noch ein Durchgang. Also irgendwo muss doch mal was passieren. Und ja, was soll ich sagen? Es gab auch mal einen Angriff von oben. Dazu dann später vielleicht nochmal mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier überhaupt mit reinnehmen soll oder nicht, weil der war eigentlich ziemlich unspektakulär. Das Trainingsgelände wurde runtergerissen, aber sonst ist nichts passiert. Also es war wirklich so, ah ja, und jetzt? Ach, naja, dann lassen wir es halt so. Hier sieht es übrigens so, ihr seht, ich habe genug Leder und ich habe, also nicht genug Leder, aber dafür habe ich genug Klamotten. Und da habe ich gesagt, okay, Gerberei, Produktion stoppen. 126 Klamotten reichen vollkommen, ich brauchte mehr Leder. Also habe ich da ein wenig nachjustiert und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich nicht mehr genug Erz habe für den Rennofen. Und ja, die Heldin hat nicht geheilt, deswegen habe ich gesagt, okay, ich schicke sie zur Hütte des Heilers, denn dort wird sie definitiv geheilt. Und dann war schon so ein Moment erreicht, wo ich die Zeit einfach mit dreifacher Geschwindigkeit vorgespult habe, weil ich gesagt habe, so naja, ob die Wellen jetzt kommen oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal. Was mir nicht aufgefallen ist, dass die Bogenschützen nur noch teilweise mit einem Mann besetzt waren. Also ich hätte teilweise nur noch einen Bogenschützen in der Einheit. Naja, daraus lernt man. Also schaut am besten, wie eure Einheiten aufgestellt sind. Ich habe für die 25 Wellen habe ich ungefähr 1,5 Stunden gespielt. Wie gesagt, ich habe zwischendurch noch ein bisschen schneller vorgespult. Also ihr könnt es euch halt individuell selber gestalten. Man sieht im oberen rechten Bereich auch immer die Spielzeit. Das war jetzt in dem Fall 1 Stunde und 7. Wie gesagt, die Zeit läuft eben auch entsprechend schneller, wenn das Spiel vorgespult wird. Hier ist diese Unzufriedenheit, habe ich auch gemerkt, okay, es fallen immer mehr Krieger, diese jammern alle. Ach, ich veranstalte einfach mal kurz ein Festgelage, können die dann ein bisschen frei saufen. Dann gibt es nochmal so einen Scheiterhaufen, wo ich ein paar Krieger drauf verbrenne. Also getötete Krieger, wir verbrennen keine lebenden Krieger hier, um Gottes Willen. Oder um Odins Willen, besser gesagt. Sondern tatsächlich habe ich gedacht, okay, die toten Krieger werden dort geehrt, auf diesem Grabhügel. Hat dann auch funktioniert und sorgt dann entsprechend dafür, dass die Unzufriedenheit sinkt. Denn je zufriedener die Bürger sind, desto eher, oder unsere Wikinger sind, desto eher können wir auch nochmal Gebäude upgraden. Und ja, es sind sehr viele Informationen. Ich habe jetzt hier auch Wachtürme nochmal aufgestellt, weil ich gedacht habe, ach naja, wenn die Wellen so einfach zu besiegen sind, dann werden es doch bestimmt auch so ein paar Wachtürme tun, in Kombination mit unseren Einheiten. Ja, und was soll ich sagen? Verlasst euch niemals darauf, dass man nur eine Flanke schützt. Denn dann passiert nämlich genau das, was ich gerade angesprochen habe. Wir werden es gleich sehen, wenn eine der nächsten Wellen angreift und auf uns zukommt. Denn das macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß. Genau, aber trotzdem insgesamt macht Frozenheim echt eine Menge Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie so das Ende eines solchen Gefechtes aussehen kann. Denn wir sehen ja hier, wir sind jetzt bei Welle 8 von 25 insgesamt. Und ja, ich würde sagen, springen wir einmal rüber. Ja, viel Zeit ist nicht vergangen, denn die Armee taucht oben im Norden auf und brennt unseren Trainingsstand nieder. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert hier? Oh Gott, ihr seht es. Die feindlichen Einheiten kommen mit Fackeln, Mistgabel nicht, aber mit Fackeln. Ich habe gedacht, super, toll. Da habe ich gerade 2 Verteidigungstürme aufgestellt und dann kommen die einfach aus dem Norden und greifen mich von dort an und reißen das Trainingsgebäude nieder. Gibt's ja wohl nicht. Nichtsdestotrotz haben wir sie dann auch niedergemäht. Und ja, es war ein bisschen überraschend, muss ich ehrlicherweise sagen. Also da hat mich das Spiel tatsächlich überrascht. Weil ich habe gedacht, naja, wenn ich da Verteidigungstürme oder Türme hinstelle und 18 bzw. 17 von 18 Wellen immer aus der gleichen Richtung kamen, ja, warum soll die nächste Welle dann eben aus einer anderen Richtung kommen? Aber naja, weit geirrt. Ich habe dann da oben einfach einen Wachturm hingestellt und gedacht, was soll schon passieren? Und dann kam nämlich plötzlich schon die nächste Welle. Und dann artet das Ganze plötzlich in Stress aus. Und ich habe dann plötzlich noch eine zusätzliche Aufgabe bekommen, ne, eine Probe der Götter. Übernehmen die Kontrolle über einen Runenstein. Ich dachte, okay. Ich dachte, egal, ich kümmere mich erstmal darum,
dass wir die Wellen abwehren. Und unsere Heldin war dann nämlich auch mit dabei. Und jetzt gehen wir tatsächlich mal zum Ende. Also zur letzten Welle. So, und dann kam die letzte Welle. Habe ich zumindest gedacht. Ich wurde vorher nochmal so ein bisschen, ich habe ein paar Einheiten verloren, bin ich ehrlich. Ich habe hier neue Fähigkeiten aktiviert für unsere Heldin. Zum Beispiel den Durchbruch. Da stürmt Sigrid dann auf die anderen Einheiten zu. Der Heldeninstinkt. Da kommt dann ein Rudel Wölfe. Das fand ich ziemlich praktisch. Und den Durchbruch auch nochmal. Und genau. Weil ich habe gedacht, letzte Welle, ich habe kaum noch Einheiten. Hups, vielleicht nicht ganz so cool. Habe dann die Wölfe hier auch beschworen, die auch dann direkt loskämpfen. Das ist echt, echt praktisch. Und die letzte Welle hat es dann tatsächlich in sich gehabt. Und ich habe vielleicht ein bisschen zu oft die Zeit vorgespult. Also ich habe gemerkt, ich wurde so ein bisschen müde durch die Wellen. Es war halt so, noch eine Welle, okay, dann halt noch eine Welle, ja gut. In dem Fall ist Sigrid jetzt gerade hingefallen und gestolpert. Die Wölfe waren trotzdem noch da und ich habe gedacht, oh Gott, bitte, also Odin, bitte lass mich jetzt nicht versagen. Ich möchte diese Welle besiegen, ich möchte hier einen Sieg erringen. Und dann sah es plötzlich doch noch gut aus. Denn unsere beiden Türme da hinten zur Verteidigung, da stehen natürlich Einheiten drauf, die feuern dann natürlich auch mit. Und das ist dann ziemlich, ziemlich hilfreich gewesen, um ehrlich zu sein. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen, sonst wäre es nicht ganz so gut ausgegangen, sagen wir es mal so. Und auch, dass ich Sigrid, unsere Heldin, dass ich die habe leveln lassen. Dass ich mit der ein bisschen losgezogen bin und das Ganze gemacht habe. Ich glaube, das hat auch nochmal ein wenig dazu beigetragen. Dann habe ich hier gedacht, aber jetzt habe ich doch alle Wellen geschafft. Warum passierte nichts? Und vielleicht war es auch ein Bug. Ich bin mir nicht sicher. Es tauchte plötzlich dann noch eine Armee auf. Und ich dachte, okay, gut, dann kämpfe ich halt nochmal gegen die annähernden Feinde. Obwohl ja eigentlich schon Welle 25 von 25 durch war. Kurz darauf habe ich dann aber tatsächlich etwas bekommen. Sagen wir es mal so. Also es war halt so, es war nicht abzusehen. Ich habe mich gefreut. Tatsächlich, ich habe gedacht, yay, endlich, ich hab die 25 Wellen geschafft. Aber was jetzt? Warum muss ich weiterkämpfen? Warum fallen meine ganzen Krieger plötzlich? Kann doch nicht sein. Ich hatte aber hinterher, oder nicht hinterher, sondern ich habe gleichzeitig auch noch neue Einheiten ausgehoben. Und habe dann gehofft, dass es irgendwie reichen wird. Zum Glück kam Sigrid auch relativ schnell zurück. Da war ich dann auch heilfroh drum. Habe gedacht, aber jetzt, was soll ich denn jetzt noch machen? Und da habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich ja auch noch die Runensteine übernehmen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, weil ich habe die Wellen geschafft. Warum soll ich dann irgendwie noch Runensteine einnehmen? Habe dann meine Einheiten im Wald platziert, weil ich dachte, vielleicht buggt das Spiel gerade ein bisschen. Habe gedacht, okay, gut, ich habe hier einen Runenstein auf der Karte, dann laufe ich da doch einfach mal hin. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was den Ausschlag gegeben hat jetzt am Ende. Aber ich habe gedacht, okay, gut, Sigrid läuft los und schaut sich das Ganze mal aus der Nähe an. Weil ich habe dann parallel auch schon geguckt, habe ich vielleicht noch irgendwo anders Runensteine, die ich noch einnehmen kann. Wenn ich jetzt die ganze Karte aufdecken muss, Gott bewahre. Aber dann kam hier schon, zack, Sieg. Und ja, ich habe mich sehr gefreut. Das war's dann auch schon mit Frozenheim. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Schreibt gerne was in die Kommentare und denkt dran, bis Sonntag gibt es auch noch einmal oder einen Key für Frozenheim bei mir auf dem Discord zu gewinnen. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.